Mein Name ist Christina Weichel-Kosnick. Ich bin seit März 2004 an der Hochschule für Technik in Stuttgart im Studienbereich Wirtschaft und bin dort als Professorin für Betriebswirtschaft tätig im Fachgebiet Marketing, Marktforschung und Vertrieb. Die Hochschule für Technik Stuttgart und unser Studienbereich Wirtschaft hier an der HFT, der ist eingebettet ins Zentrum von Stuttgart, zentral, 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, gut zu erreichen, aber vor allem natürlich auch in die Wirtschaftsregierung hier Stuttgart, ja, mit den Unternehmen im Umfeld. Als ich 2004 gekommen bin, war ich die zweite Professorin im Studiengang BWL, 40 Studenten, 2 Kollegen. So haben wir angefangen und inzwischen haben wir die Wirtschaftspsychologie hier und haben 5 Bachelor- und Masterstudiengänge. Eine große Besonderheit an unseren betriebswirtschaftlichen Studiengängen, sowohl am Bachelor Betriebswirtschaft als auch am Master General Management, ist die hohe Internationalität. Wir haben die Studiengänge bewusst so aufgebaut, dass wir Doppelabschlüsse anbieten und den Studierenden und Bewerbern wirklich auch ermöglichen können, während des Studiums ins Ausland zu gehen. Im Bachelor ist es unser sogenanntes Bachelor-Plus-Programm. Das haben wir mit Edinburgh, das haben wir mit Taiwan, mit Oviedo in Spanien und mit Mexiko. Und im Masterstudiengang haben wir auch den Doppelabschluss. Hier ist es ganz spannend, dass wir den Doppelabschluss wirklich innerhalb der vorgesehenen Studienzeit haben. Also die Studenten studieren 2 Jahre, ob sie den Doppelabschluss machen oder nicht. Aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, die gehen 1 Jahr ins Ausland, die gehen entweder nach Edinburgh, also nach Schottland, oder nach Malaysia und Taiwan und studieren dort Wahlpflichtfächer, die sie sonst bei uns studiert hätten, und schreiben eine Masterarbeit, mit der sie am Ende nach 2 Jahren nicht nur unseren Abschluss bekommen, den Master hier an der HFT, sondern auch den MBA oder den Master of Science, je nachdem, wo sie studiert haben, und mit 2 Masterabschlüssen dann ins Berufsleben starten.